das ist eine von 12 weltweit verfügbaren Boxen zu Star Wars Unlimited. Die machen wir heute mit euch auf. Was ist Star Wars Unlimited? Das große Trading Card Game des Jahrhunderts. Es ist mega geil. Endlich. Wir konnten es ja schon beim Presse-Event letztes Jahr anspielen und jetzt ist es endlich so nah vor Release. Am 8.3. kommt das Ganze raus. Und wir haben hier schon vorab, vielen Dank an Asmodee, das Video ist von Asmodee unterstützt, dieses großartige Kit erhalten mit einigen Sachen, die wir jetzt einmal auspacken wollen. Fangen wir direkt an. Die Spielematten. Wir haben es auch noch nicht gesehen. Wir haben sie auch noch nicht gesehen. Das ist das erste Mal. Oh, sehr geil. Das ist geil. Sehr geil. Also hier auch nochmal für... So. Da kann man dann, das ist quasi das Kartenspielfeld. Ja. Hier das zweite Motiv. Einfach mal einen Stern zerstören. Ich muss sagen. Oh, krass. Es ist geil. Oh, mit dem Planeten im Hintergrund. Warte mal kurz. Was ist das? Yavin? Ist das Yavin? Hier, die Rebellen werden angegriffen. Am Ende gibt es auch nochmal, wie wir gegeneinander spielen. Da erklären wir euch das Spiel nochmal. Genau. Ganz, ganz wichtig. Also, ihr werdet auch erfahren, wie das Ganze funktioniert. Ja. Damit ihr euch das auch holen könnt und gegen uns kämpfen könnt. Also, in dem Sinne haben wir hier einmal. Extrem geil. Das ist das Zubehör. Genau. Das ist quasi in der. Das sind diese Boxen, in denen man die Karten deponiert. Mitnehmen kann. Und man hat vorne sogar, wie ihr hier sehen könnt, zwei Spots, in denen ihr sowohl eure Anführer... Beide Anführerkarten, gut und böse. Beziehungsweise, ah ja, okay, in dem Fall... Und hier ist es quasi okay. Ein Deck. Ah, okay, stimmt, macht Sinn. Diese zwei Deckkarten macht Sinn, genau. Da kann man quasi die gut und böse Deck reinmachen und hier quasi nur ein Deck, wenn ihr quasi nur ein Deck habt, mit dem ihr spielt. Boah, krass. Mit dem Hyperraum. Oh, das ist geil. So schön groß. Ich glaube, das war auch das, was wir benutzt haben. Auf dem Event gespielt. Ja, genau. Also hier einmal ein Two-Player-Starter-Pack. Genau. Das könnt ihr euch auch dann kaufen quasi zum Release. Da habt ihr dann die Möglichkeit, euch quasi direkt schon mit einem grundlegenden Kartendeck einzudecken. Mhm. Bei dem Spiel kann man wirklich sagen, easy to learn, hard to master. Genau. Also um das zu perfektionieren, muss man wirklich was drauf haben. Zusätzlich zu den Packs gibt es, wie gesagt, noch dieses Zubehör, wie beispielsweise auch so Chips, die aus so einem, ich sag mal, Acryl-ähnlichen Stoff sind. Das macht dann noch mal ein bisschen mehr her, wenn man damit spielt. Du sagst es. Und hier hat man die Initiative-Chip. Damit kann man quasi die Initiative im Spiel haben. Erklären wir später auch noch mal. Wichtig und richtig. Oh, geil. Das sind Sleeves. Oh, das sind zum Kartenschutz quasi mit Hintergrund nochmal das Star Wars Unlimited-Logo. Und alle auch von Gamegenic an der Stelle, die zusammen mit Asmodee. Ich glaube, Gamegenic ist sogar eine Firma von Asmodee. Ja? Und hier, komm, zeig dir den Schinken. Das ist... Oh, hier sind da noch mehr. Ein Display, ich werde das jetzt mal rausholen, ne, dass man das mal sieht. Es ist geil und dafür liebe ich auch diese Detailliebe einfach. Oh, krass, okay, die ist hinten drin quasi. Ja, genau, die sind hinten so eingeschoben. Okay, also wir haben hier eine Art Display mit Autogramm. Ja, in Kombination mit den beiden Anführerkarten, die jetzt, sage ich mal, das die erste Serie featuren. Das ist dann einmal der Darth Vader und der Luke und die Schriften, die ihr drauf seht, also das sind die Unterschriften der, ich sag mal, wichtigsten oder drei der wichtigsten Leute, die jetzt das Spiel mitentwickelt haben. Ganz genau. Sehr, sehr schön. Also das müssen wir uns natürlich irgendwie aufstellen. Richtig. Da gibt es dann auch nochmal einen Kampf drum. Also so werdet ihr die dann quasi bei eurem Spielzeugfachhändler eures Vertrauens finden. Ziemlich cool und schwer. So. So. Ja, willst du anfangen? Ja! Komm, du fängst an. Ich nehme Thrawn. Immer Thrawn. Das ist das erste Mal, dass wir so einen Booster öffnen. Das allererste Mal. Blind. Auf Englisch, wohlgemerkt. Die kommen noch auf Deutsch, also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ja. Alle Karten wird es auch in deutscher Sprache geben. Das sind jetzt englische Karten. Yes. Ziemlich cooles Artwork. Unten links steht dann auch immer der Designer. Stimmt, das sind ganz viele verschiedene, ne? Ja. Echo Basis. Unit, auch krass, ja, geil. Und hier kommt die, geil. Das ist die, Foil-Karte. Foil-Karte, ja. Also, das ist geil. Genau, wir haben einen Anführer, eine Basis, wie wir gesehen haben, die Echo-Basis und dann 14 Standardkarten. Und es gibt halt eine, die letzte Karte ist die Foil-Karte mit der beliebigen Seltenheit. Gewöhnlich, ungewöhnlich, ich glaube, das ist jetzt gewöhnlich, ne? Weil die hat ja jetzt hier keinen, der Rand ist da, die müsste ganz... Genau. Entschuldigung, ich unterbrochen. So. Boah, ich bin so aufgeregt. Das wird jetzt wirklich, ja. Oh, okay, alles klar. Boah, geil. Okay, das Artwork ist geil. Wir haben einmal den Leader Cassian Andor. Und da kommt ja auch bald, die haben es ja 2025 verschoben, die zweite Staffel raus, die Finale. Mhm. Sehr, sehr geil. Cassian Andor. Ah, Mandalorian, guck mal hier. Das ist der, das Mandalorianische. Ja. Raumschiff, das kennt man ja auch. Dann ein Strike
Luke Skywalker. 2-1B Surgical Droid, also der gute Medical Droide. Kennt man natürlich auch. Klassiker. Classic, all-time classic. Imperial Interceptor. Wichtig fürs Imperium, der Interceptor. Ganz wichtig. Medal Ceremony. Interessant, das ist ein Event. Das ist eine, die, was hat die für Fähigkeit? Heal 3, okay, 3 oder der Basis. Das ist krass. Damit der Hand, weißt du, dein Arm, der ist abgeschlagen. Genau, dann wird, ne? Der, wird der Arm wird wieder regeneriert, repariert und perfekt. Ja, sehr, sehr erfolgreich. Also ich finde dein... Interessantes Deck, ja, auf jeden Fall. Also interessantes, ja, Pack, Verzeihung. So, ein Upgrade. Also es ist, also man sieht, wir haben die Voll- bzw. Hyperspace für alle Versionen. Ne? Also ja, jede, boah, Karte so kann geil das sein. Also ich muss sagen, das kommt auf der Kamera nicht ansatzweise so cool rüber, wie es in echt aussieht, finde ich. Ja, ja, auf jeden Fall. Der Krönikäse reicht. Ja. Er ist unser, beziehungsweise mein Held in diesem Fall. Genau, der Anführerkarte. Cool. Okay. Okay. Oha! Oh, die ist geil. So, wir machen noch mal ganz kurz das Starterpack für euch, ja, auf. Da haben wir zwei Starter-Sets drin. Einmal dunkle Seite, einmal die helle Seite der Macht. Sehr, 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 sehr geil. Machen wir aus hier. Genau. Da braucht ihr, ist alles drin, was ihr fürs Spielen braucht. Zwei solche Deckboxen. Also man muss nicht, man kann sich auch, also quasi fürs Budget, wenn man jetzt einfach spielen möchte, man muss nicht die krassen Dinger haben. Genau. Einen kleinen Quickstart Guide. Ah ja, das sind so die Standarddinger, ne? Aus Papier, ja, dann quasi. Ja. Und zwei Felder. Und zwei Felder. Auch die nebenbei Arten auch Poster haben. Cool. Mit sogar den Regeln drauf. Das ist geil. Ground Units, Space Units, Leader, Base Leader und Ressourcen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es genau das gleiche ist, aber es ist quasi so ein Standard-Set, was wir halt, also man sieht es, ist gut auf jeden Fall zum Starten und das hilft euch schon, wenn ihr quasi jetzt Kollegen habt, denen ihr das Spiel, ich würde gerade sagen, andrehen wollt, denen ihr quasi das Spiel, yeah, dass die auch mitspielen, dann könnt ihr euch das quasi kaufen, habt immer für einen Kumpel oder eine Freundin, wie auch immer, stimmt, das Set dabei. Zusätzlich dazu gibt es noch ein cooles Pre-Release-Kit. Ah ja, der Unterwelthändler. Also, ach, cool, wir haben hier nochmal so eine Deckbox, wo einfach so eine... Eine Deckbox, ja, das ist ein Beispiel, glaube ich. Und nochmal 6 Booster, wie auch, genau, die Pre-Release-Karten. Das sind so Special-Karten, die gibt es quasi zum Pre-Release. Und das ist quasi vom Pre-Release-Event, das wird dann das sein, was, wo die Links in der Beschreibung stehen, die verschiedenen Events. Genau, ja. Dort gibt es ein Event, ihr müsst euch quasi mit diesen Karten ein Deck bauen und könnt dann damit spielen und Spaß haben. Das ist ziemlich cool, vor allem, weil ihr auch hier so 2 Vollkarten dabei habt, die für den Pre-Release extra. Und die auch andere Artworks haben als, ja, die Standard-Vader und Luke-Variante, was saugeil ist. Sehr, sehr geil. Die sehen auch nochmal richtig schön aus, yes, oder? Ja, absolut. Welcher gefällt dir besser, Vader oder Luke? Beide identisch cool. Epic, beide epic, sehr geil. Lasst uns euch nun die Grundlagen des Spiels erklären, damit ihr direkt losstarten könnt. Euer Deck besteht aus 50 Karten samt Anführer und Basis. Basis und Anführer werden wie hier gezeigt auf das Spielfeld gelegt. Zieht nun 6 Karten vom gemischten Stapel. 2 davon müsst ihr als Ressourcen umgedreht auf das entsprechende Feld legen. Die Ressource ist bereit, das bedeutet, sie liegt mit dem Star Wars Unlimited Logo richtig herum auf dem Spielfeld. Das bezieht sich natürlich auf eure Perspektive. Wird sie später verbraucht, auch erschöpft genannt, so wird sie um 90 Grad gedreht. Macht unter euch aus, wer das Spiel beginnt. Der Beginner erhält den Initiativen-Chip. Jetzt kann der Spaß anfangen. Ihr wechselt euch mit Aktionen nacheinander ab. Eine Karte ausspielen, ein Angriff, eine Aktionsfähigkeit, die Initiative beanspruchen oder auch passen. All das sind einzelne Spielzüge, die ihr abwechselnd ausführt. Legt ihr eine Einheit ins Feld, so müsst ihr sie zwischen Infanterie und Raumeinheit unterscheiden. Das geht aus der Natur der Karte hervor. Die Karten kommen erschöpft ins Spiel und werden erst in der nächsten Runde, wenn nicht anders angegeben, spielbereit gemacht. Das funktioniert wie bei den Ressourcen mit dem Drehen. Wenn ihr beide alle Züge nacheinander gespielt habt, geht es in die Sammelphase. Dort werden eure unter Umständen erschöpften Ressourcen und Karten wiederhergestellt. Also Einheiten, die in der Aktionsphase zuvor ins Spiel gebracht wurden und ebenfalls erschöpft waren, sind nun bereit, um eine Aktion wie einen Angriff auszuführen. Außerdem sollt ihr in der Sammelphase 2 Karten eures Stapels aufnehmen. Eine Handkarte dürft ihr als Ressource einsetzen, müsst ihr aber nicht. So habt ihr im Verlauf des Spiels immer mehr Ressourcen zur Verfügung und könnt stärkere Einheiten und sogar eure Anführer auf das Schlachtfeld schicken. Zu Anfang ist es sinnvoll, seinen Vorrat an Ressourcen zu erhöhen. Wollt ihr mit einer Einheit angreifen, so führt sie den auf der Karte rot hinterlegten Angriffswert aus. Allerdings verteidigt sich die gegnerische Einheit auch und fügt euch ihren Angriffswert als Schaden hinzu. Der Verteidigungswert ist blau hinterlegt und stellt die Gesundheit dar.
Dem bereits zugefügten Schaden macht ihr mit dem Plättchen kenntlich. Nach ihrem Angriff ist die Einheit erschöpft und kann von sich aus, wenn nicht anders angegeben, nicht erneut angreifen. Wichtig ist, Bodeneinheiten können nur andere Bodeneinheiten und die Basis angreifen, nicht aber Einheiten in der Luft. Analog ist das für die Raumeinheiten. Ziel ist es, die gegnerische Basis mit 30 Trefferpunkten zu zerstören. Wenn ihr das geschafft habt, geht ihr siegreich aus der Schlacht hervor und könnt gleich in die nächste Runde starten. Unsere Empfehlung: Erstellt euch ein ausgewogenes Deck zusammen, habt beide Sektoren, Boden und Raum, immer genau im Blick und schützt eure Basis mit allen Mitteln. Spart darauf, euren Anführer zum richtigen Zeitpunkt ins Spiel zu schicken. Wie der Name schon sagt, habt ihr unlimited Möglichkeiten, euer Deck aufzustellen und euren Gegner zu plätten. Viel Spaß. Ein riesengroßes Dankeschön an Asmodee für diese mega geile Gelegenheit, dieses super Set für euch öffnen zu dürfen. Wir werden das Spiel jetzt gleich spielen und werden uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wiedersehen. Genau, und jetzt, bevor ihr noch wegklickt, einmal in die Beschreibung schauen, denn es gibt Pre-Release-Events in ganz Deutschland und wir werden auch bei einem sein, und zwar in Essen. Ihr könnt gerne mal die Beschreibung auschecken, dort stehen alle Daten und Termine. Und dann jetzt noch ein Abo dalassen und ein Like, falls noch nicht passiert. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.